Also, hallo zusammen. Ich bin die Sarah von Mehr Demokratie e.V. und das ist der Sascha Binder, Generalsekretär der SPD. Wir stehen hier heute vor der Liederhalle, wo wir unsere Mitgliederversammlung gerade haben. Und der Sascha war gerade hier, weil es ein besonderes Projekt gab. Ein erstes Volksbegehren habt ihr versucht zu starten. Genau, und ja, wir wollten euch ganz kurz erzählen, was wir da besprochen haben. Sascha, warum warst du heute genau da? Was hast du uns gerade eben erzählt? Ich war heute bei Mehr Demokratie, um zu erläutern, mit welchen organisatorischen Problemen wir auch zu kämpfen hatten, wie die Vorgaben sind beim Antrag auf ein Volksbegehren und vor allem darüber zu reden, wie wir jetzt beim Verfassungsgerichtshof versuchen werden, diesen Bescheid der Landesregierung sozusagen in Luft aufzulösen, weil wir der Auffassung sind, dass die Verfassung in Baden-Württemberg eben auch über finanzwirksame Gesetze, Abstimmungen zulässt. Genau, nochmal ganz kurz zur Erklärung. Das war eben leider so, Volksbegehren initiiert und jetzt ist man direkt vor dem Verfassungsgericht gelandet. Verschiedene Gründe, warum es anscheinend unzulässig sein soll. Der Hauptgrund ist aber eben, dass es 530 Millionen pro Jahr kosten soll und das sei eine zu hohe Summe, als dass man das in einer Volksabstimmung von den Bürgerinnen und Bürgern beschließen lassen soll. Aber vielleicht noch mal ganz kurz, was war denn für dich das Überraschendste, also eben, wenn man selber jetzt einfach ein Volksbegehren startet in Baden-Württemberg, was war erstmal das Überraschendste, was ihr erfahren habt an Herausforderungen, was das bedeutet? Ja, die Herausforderung war, innerhalb von 3,5 Wochen über 10.000 Unterschriften nicht nur auf dem Marktplatz zu sammeln, sondern jede Unterschrift benötigt dann eine Wählbarkeitsbescheinigung der zuständigen Kommune und das über das ganze Land Baden-Württemberg. Und das war für uns eine große Herausforderung, aber wir haben es geschafft, innerhalb von 3,5 Wochen nicht nur die 10.000 Unterschriften, sondern über 17.000 Unterschriften zu sammeln. Super, das heißt, die erste Stufe war eben erfolgreich und jetzt hängt man mit der zweiten Stufe. Dafür müsste man ja 800.000 Unterschriften sammeln. Gerade kam auch schon die Frage innerhalb unserer Mitgliedschaft, können das normale Bürger, weil ich meine, ihr seid immer eine Partei, ihr habt eine Mitgliederbasis, können das normale Bürger überhaupt schaffen? Ja, das ist natürlich schwierig und deshalb geht es eigentlich nur mit zivilgesellschaftlichen Organisationen. Wir selber glauben auch nicht, dass wir selber auf diese Unterschriftenzahl kommen würden. Deshalb war es uns wichtig, ein breites gesellschaftliches Bündnis hinzubekommen mit vielen großen Organisationen, die mit im Boot sind, wie der DGB, die IG Metall, GEW, Verdi, VDK und viele mehr, die über ihre Mitglieder eben auch mithelfen wollen, diese Unterschriften zu sammeln, wenn das Gericht uns recht gibt. Super, und ich glaube, das ist sowieso immer die Lösung. Man braucht halt ein großes Bündnis in einem großen Land wie Baden-Württemberg und sowas zu schaffen, um auch zu zeigen, dass viele Menschen hinter dem eigenen Anliegen stehen. Wir werden jetzt sehen, das ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Das Verfahren wird jetzt laufen die nächsten paar Monate. Und ich hoffe, ihr seid weiter mit dabei, informiert euch, weil wir als Bürgerschaft wollen auch in diesem Prozess noch weiter aktiv werden, um zu zeigen, dass wir alle mitkriegen, dass hier unsere Bürgerrechte vor Gericht stehen und uns irgendwie dafür einsetzen, dass die möglichst eben nicht so beschnitten wird, wie es jetzt das Innenministerium vorgeschlagen hat. Also, bis dann. Vielen Dank, Sascha. Danke. Tschüss. Dich.